Ja, hallo Leute, es ist wieder eure Bumme 36 und ihr habt euch schon gefragt, was ist hier los? Ja, ich habe sehr viele Projekte gerade momentan abgebrochen und pausiert. Eins davon ist zum Beispiel Tomb Raider 2013. Final Fantasy 13 ist sowieso immer noch pausiert, aber ich erst gerade selber wieder frisch am Aufnehmen bin, weil neuere Qualität und alles. Ja, dann Tomb Raider 4 ist ja auch pausiert, ne? Da weil ihr ja nur die Parts vorgestellt habt, wo das Spieltool gefehlt hat. Genauso wie bei. Beyond Good and Evil. Da habe ich allerdings noch ein anderes Problem. Da habe ich den Spielstand verloren. Und das kann sein, dass ich dann nochmal von vorne anfangen muss. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich es auf die PlayStation 2 verlege. Weil irgendwie gibt es beim HD irgendwie ein Problem mit einem Tier, das ist zwar da zum Fotografieren, wird aber auf ein anderes Tier mit aufberechnet. Und das ist halt der Fehler. Und dann kriege ich nicht alle Bilder zusammen und das wäre scheiße. Und deswegen werde ich es so wahrscheinlich auf die PlayStation 2 verlegen. Ich schau mal, ob diese Codes irgendwie gehen. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, weil es gab ja bei jedem Speicherpunkt einen Code, wo man geladen konnte. Ob den man irgendwie übertragen kann auf PlayStation 2, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich versuch auf jeden Fall mein Bestes, weil ich hänge da irgendwie auf jeden Fall fest. Und wenn ich den blöden Spielverstand verloren habe, möchte ich nicht mal von vorne anfangen. Naja, okay, bei dem Spiel ist das jetzt nicht wirklich das Schlimmste, aber es wird halt dann einiges anders sein als vor allem von den Perlen her, von alles andere halt hier. Aber ich jetzt, dann müsst ihr ja jeden Part anschauen. Naja, vielleicht könnt ihr mir ja da helfen, wegen dem Code, ob der irgendwas bringt. Ja, Silent Hill 4 ist jetzt endlich fertig. Mir ist leider ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar habe ich bei Part 48 habe ich war irgendwie das Bild schwarz, der Ton da, warum auch immer. Ich habe es zwar nachkontrolliert, ich habe es nicht gesehen. Gut, dass mich jemand darauf hingewiesen hat, deswegen musste ich es neu hochladen. Genauso wie bei Part 50, weil da fehlte nämlich das Bild mit den Endings. Und das wäre auch nicht so toll gewesen, weil ich kann es ja nicht ankündigen, wenn die fehlen. Deswegen stelle ich die jetzt noch hoch zusammen mit diesem Video. Und ja, was erwartet euch jetzt? Ja, also euch erwarten jetzt momentan keine Videos von Tomb Raider, keine Videos von Beyond Good and Evil. Euch erwarten jetzt Videos von einem ganz anderen Let's Play. Und zwar, ich werde es auch schon ankündigen, es ist das Let's Play Portal 1. Portal 1, das Let's Play hat insgesamt 12 Parts. Und ich versuche bis dahin so gut wie möglich zu rendern. Und vielleicht kommen danach wieder dann Tomb Raider. Wenn sollte danach nicht Tomb Raider kommen, kommen danach AC Attorney. Das habe ich gerendert bis Part 14. Dann werde ich die auf jeden Fall alle hochstellen, Tag für Tag. Also schaut öfter mal bei mir auf dem Kanal vorbei, denn ich werde jetzt jeden Tag einen Part Portal hochladen. Das sind dann insgesamt 12 Tage, wo ich dann genug Zeit habe. Und dann kann ich dann wieder ein paar Videos für euch vorbereiten. Sollte ich dann allerdings noch nicht so weit sein, weil Privatleben gerade zu sehr mich staucht oder zu sehr mich beansprucht, dann kommt halt einfach andere Parts von AC Attorney hoch. Sollte ich trotzdem soweit sein und könnte Tomb Raider hochstellen oder irgendein anderes Spiel, was ja auch gerade passiert ist, ein paar Parts davon, werde ich trotzdem einen Part AC Attorney rausgeben, also vielleicht auch ein paar mehr, aber ich will noch nicht zu viel versprechen, weil man weiß ja nie, was mir in den Kopf rumspuckt. Naja, gut, dann seid ihr schon mal informiert und ich arbeite auch gerade an einem Trailer für meine Nicht-Abonnenten, wo ich auch noch einiges am Überlegen bin. Das Konzept habe ich schon, ich muss nur noch das Video dazu machen und das wird nicht so leicht. Naja, deswegen wünsche ich euch ansonsten noch viel Spaß mit meinen Videos!